Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. Vier Schurken, alle bewaffnet, zwei Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Na gut. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde! Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Vielleicht der Alten ein Loch in den Schädel. Ja, lass uns in Ruhe. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Wenn ich komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Okay, die sind auch verängstigt, da kann man auch nicht den Zustand sehen und so. Wirst du wohl dein Maul halten? So, haben wir die Jungs auch? Alles wird mal kurz wieder nach oben. Warten Sie hier und seien Sie still. Wo ist der? Was ist hier los? So, wer lebt denn da überhaupt noch? Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Okay. Oh, das ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. Können Sie halt irgendwo dranhängen? Lustig. Was ist los? Antworte mir! Oh Gott, er hat dich! Verdammt, er hat dich! Bleib weg, Batman! Bleib weg! Nee, Moment. Jetzt muss ich gerade mal kurz hier zur Steuerung da. Kann ich den jetzt einfach durch die Wand packen? Ja, tatsächlich. Lustig. Geht aber nur bei Holzverkleidung. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Cool. Gott sei Dank. Yo, Batman, danke für die Hilfe. Was liegt er hier? Zack. Okay, und was muss ich jetzt machen? Ausrüstung freigeschaltet, okay. Und Retter haben wir auch noch freigeschaltet, aber jetzt reden wir erstmal mit dem Doc. Wieso ist diese Frau hier? Wieso hat sie all das getan? Wieso will sie uns töten? Quinn interessiert sich nur für Jokers Wohlergehen. Sie ist gefährlich. Aha. Danke, Batman. Schon komisch. Ich hatte erwartet, dass uns die Leute hier dankbar sein würden. Ich habe mich wohl geirrt. Aber Batman hat unsere Ärsche gerettet. Wenn jemand sie finden kann, dann er. Okay, hat das jeder verstanden? Verletzte behandeln, die bösen Jungs draußen halten. Wir sind ein Team und das bleibt auch so. So, und jetzt soll ich hier rausfinden, wo der Scharfschütze geschossen hat. Ich würde sagen, von weiter oben aus. Aber die Frage ist, wie komme ich weiter hoch? Er hat eine Geisel. Ich muss ungesehen hinter ihn gelangen. Was? Ja, wie? Warum? Wo kann man denn hier weiter hochgehen? Schauen wir doch mal das danach. Kann man hier irgendwo... da, oder? Da, das sieht doch ganz gut aus. Dann ziehen wir uns da mal hin. Das ist da drüben. Da drüben ist irgendwas... Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Kann ich da rein... Irgendwie muss man da reinkommen. Das sind Holzvertäfelungen und da drin ist irgendwas zum Sammeln. Da würde ich gerade irgendwie mal reingucken. Fragt sich nur, wie. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Na ja, da sagst du was. Nö, irgendwie klappt das so nicht. Gott sei Dank bist du hier, Batman. Dachte, nach der Sache in der Anstalt hätten sie sich einen Schreibtischjob geben lassen. Ich habe gesehen, was der Bürgermeister dort getan hat. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er das nochmal macht. Das, was geschehen ist, war nicht ihre Schuld, Cash. Was macht Harley Quinn hier? Diese verrückte Alte ist vor ein paar Stunden mit den anderen Idioten hergekommen. Sie haben was den Turm hochgeschleppt und dann die Treppe gesprengt. Danke, ich sehe mir das an. Warte. Sorry, ich habe was vergessen, Batman.
Die haben sich eine von den Ärztinnen geschnappt. Quinn sagte, dass sie sie bräuchte, um den Joker zu heilen. Wenn sie lebt, finde ich sie. Sie übernehmen die Sicherung der Kirche. Dann dürften alle geschützt sein. Geht klar, hoffentlich findest du sie. Die Ärztin heißt Stacy Baker. Sie ist eine von den Guten. Okay. Aber hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Irgendwie müssen wir da rein. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ja. Hab ich vor, Batman. Hab ich vor. Das kann mit der Distanz Stromladung deaktiviert werden. Hochkommen. Ja, ist ja gut. Jetzt chill doch mal. Ich überlege ja noch wie. Durch die Tür hier vielleicht. Vielleicht. Mhm. Das sieht ja ganz gut aus. Hui. Okay, dann steigen wir hier mal auf. Ach, da ist eine Leiter. Da lang. Ja, bisher gefällt mir das Spiel aber ganz gut. Das ist halt ein hauptsächliches Prügelspiel, ne? Also, was man eben von Batman sonst erwarten sollte, aber das ist es eben. So, von hier aus haben sie geschossen und hier steht eine Menge brennbares, explosives Zeugs. Uncool. Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Wie geil sind denn die Dinger, bitte? Okay, cool. Kann die fernsteuern? Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Beeil dich mal, die Uhr tickt. Mhm. So, dann mal raus. Bevor das Ding hochgeht. Eieiei. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Was ist das? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder, seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face sie. Verdammt, wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Ich weiß. Wieso sind sie rausgegangen? Wegen Essen vermutlich. Sie hätten warten sollen. Sie hatten Hunger. Verdammt, wir haben alle Hunger. Hab seit Tagen nichts gegessen. Wir sterben hier. Wir sind hier sicherer als draußen. Ich besorge uns was zu essen. Wie? Jedes Mal, wenn Strange Essen abwirft, holt dieser Bastarde es sich. Wir haben keine Chance. Mir fällt schon was ein. Vertrau mir. Ja, ich habe irgendwie gerade nicht aufgepasst, was ich machen soll. Aber egal. Wir werden schon rausfinden. War gerade ein bisschen von diesem Rätsel hier irritiert, oder... Das heißt Rätsel, aber von diesem Schnelllauf-Ding. Na gut, verprügeln wir noch mal kurz ein paar Leute und dann Schlag gucken wir uns das nochmal an. Schnappt ihn. Bams. Der hat mich fast gehittet. Aber zum Glück konnte ich kontern. So, und jetzt nochmal den hier und... Bams. Penner. Er ist noch in der Stadt? Ich dachte, er sei abgehauen. Stufenaufstieg. Okay. Okay, dann gucken wir uns mal kurz den Stufenaufstieg an. Willkommen bei Wayne-Teich. Wähle deine Verbesserungen auf dem Wayne-Teich-Auswählbildschirm oder Auswahlbildschirm. Bewegung, Tiefenmodus, Rutschen, Sprungangriff, Greifhaken, Herabstürzen, Gleitritt. Okay. So, eine kugelsichere Panzerung. Schockwellenangriff. Was ist denn ein Schockwellenangriff? Klingt ja lustig.
Okay, man kann hier noch in die Ausrüstung gehen. Boah, was ist das denn alles? Ah, okay, hier kann man mit diesem Greifarm dann die Leute entwaffnen. Mit L und Ziele und abfeuern. Oder da und das und schnell, okay. Ich glaube, die Steuerung interessiert euch nicht so richtig, deswegen muss ich mir das bloß kurz einmal verinnerlichen. Ja, alles klar. Das ist irre, aber der Pinguin ist noch schlimmer. Der darf nicht an die Macht. So, wohin muss ich denn jetzt gerade? Also wir müssen auf jeden Fall dieser Signalstärke hier irgendwie folgen. Ach, so ein Mist. Arkham City kann mich mal. An vorgegebenen Stellen von Arkham City werden regelmäßig Nahrungsmittel abgeworfen. Die Abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten und ausschließlich an diesen Stellen. Die Gefangenen sind selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich. Ja klar, das klappt ja bestimmt immer super gut. So, das Essen zu verteilen und so. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Gibt also den Löffel ab. Ach, guck an. Schnauze. So, wohin müssen wir denn? Ich habe irgendwie verpeilt, was ich machen muss. Erstmal muss ich mich wieder mit 1000 Leuten prügeln. Machen wir doch. Hab ich auch Bock drauf. Ah, komm, jetzt hier, stirb. Und du auch. Und du auch. Zack. Ist das gut, dass das da liegt? Ich glaube nicht. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Bams. Mir fehlt so ein bisschen die Einführung von der Steuerung her. Jemand hat erzählt, dass er Bane hier irgendwo gesehen hat. Was ist Bane? Hier sind ja auch alle irgendwie, ne? So, wie kann ich denn jetzt dem Ding da überhaupt folgen? Da ist es gut, hier ist es schlecht. Also muss er da unten irgendwo drin sein, oder was? Aber in diesem Gebäude, da war ich doch schon. Meine ich. Nee, hier. Oder? Ja, das ist ja das Gerichtsgebäude. Wer weiß. Batman war da und hat ihm in den Hintern getreten. Unsinn, Mann. Two-Face wollte das. Ist ein Was macht Batman hier? Du Heilige. Ich töte dich! Das sind ganz schön viele, Jungs. Ich leg dich um. Oh Gott. Das wird wehtun, Fledermaus. Alter Vater. Ja, ich glaube auch. Zack. Wird Zeit für die Hände. Der hat eine Ein-Mann-Armee. Zumindest verprügeln wir gerade so Leute. Kinderspiel sagen die irgendwie gern hier drin, ist mir mal aufgefallen. Du wirst hier sterben, Batman. Ja. Du wirst hier sterben. Ja, das Gefühl habe ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Bin ich mit dir fertig, erkennt dich nicht mal mehr deine Mama. Die ist eh tot. Du wirst sterben, Batman. Alter Vater. Dabei dachte ich nur so von wegen, oh, vielleicht ist er ja da drin, ich weiß nicht. Und dann steht da so eine halbe Armee drin. Krass. Schnell wieder raus, bevor die irgendwie respawnen oder irgendwie sowas. Das muss jetzt nicht sein.